Okay, jetzt wird es aber langsam unnötig kompliziert hier, oder? Ich blick's jetzt langsam nicht mehr. Oder muss ich den hier irgendwie nehmen? Nee, auch nicht. Bin ich zu blöd? Anscheinend bin ich zu blöd. Was hat der hier für einen Sinn? Ach, guck mal. In diesem Sinn. Und jetzt können wir, glaube ich, den machen, ne? Ja. Ja. So. Nachbar, weg von dir. Ja. So. Da vor dem. Hä? Wo? Wer? Was ist? Wo? Ach, da. Ach, du. Haben wir es jetzt, ja? Kommen, glaube ich, immer nie her. Oh. Was ist das? Bei Gevions Geist. Das ist das größte Hafufer, das ich je gesehen habe. Es hat nicht nur Schmerzen. Es versucht zu singen. Das ist das Lied der Sande. Moment mal ganz kurz. Sie unter den Kind ist wach geworden. Mama regelt. Hat das den Sturm verursacht? Ja, der Stocksubstanz nach, die es bedeckt, sitzt es hier schon viele Winter fest. Keine Sorge, Lunsch. Wir holen dich raus. Lunsch? Was ist das für ein Name? Naja, das letzte Krakending hieß Tiner, also... Oh, weia. Ich weiß ja jeden Versuch von Humor zu schätzen. Aber das ist wirklich ein furchtbares Wortspiel. Wahrlich beschämend. Na gut, nicht alle Knaller sein. Ja. 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 Ja.
Warte, ich bin schon wieder doof, ne? So. Ja, na also. Und jetzt? Sich bewegen, aber es kommt nicht raus. Die meiste Stocksubstanz ist weg. Wir sollten es jetzt befreien können. An der Oberfläche? Okay. Da muss ich... Achso, wir sind schon hier oben. Wie sind wir gleich hier reingekommen? Warum halten Sie es hier fest? Halfgoofers graben gern. Unsere Dunkelalp-Freunde trifft also vielleicht nicht die ganze Schuld. Aber es steckt in ihrem Stock fest. Die Stocksubstanz gehört den Dunkelalpen genauso wenig, wie das Licht den Lichtalpen gehört. Sie ist nur ein weiterer von Alfheims natürlichen Rohstoffen und wird seit Urzeiten von den Alpen genutzt. Und während die Lichtalpen den Stock auf ihrer Seite loswerden wollen, ziehen die Dunkelalpen hier im Ödland großen Nutzen aus ihnen. Also, wenn wir diesen Stock räumen, schaden wir den Dunkelalpen? Soll die Kreatur hier gefangen bleiben? Nein. Dann befreien wir sie. Das sind Alben. Okay, mach ich gleich. Eine fünf Flüstertafeln und eine Brustrüstung. Yay, Schulterstück des Glanzes. Oh, die ist sogar besser als unsere. Aber dann sinkt unsere Vitalität wieder. Aber dafür steigt alles andere enorm. Dann muss ich die leider ausrüsten. Naja, um 10 Punkte, das geht. Da müssen wir gleich. Irgendwo da hinten. Okay. Dann gucken wir da mal schnell hin, ja. Wahrscheinlich hier die Stocksubstanz. Das ist die Stelle. Hier können wir das Halfgoofer losmachen. Da muss ich wieder mit der Axt draufhauen, ne? Jo. Es fliegt? Natürlich fliegt es. Das ist ein Halfgoofer. Es klingt jetzt viel glücklicher. Und hey, der Sturm ist weg. Ja, vielleicht schenken uns unsere Dunkelalp-Freunde jetzt doch mal etwas Wohlwollen. Hör mal, Vater. Danke, dass du uns hergebracht hast. Aber du musst sowas nicht machen, nur um mich von Ragnarök abzulenken. Ja? Das war keine Ablenkung. Nein? Und warum sind wir dann wirklich hier? Hast du je daran gedacht? Er will einfach nur Zeit mit dir verbringen, solange er noch kann. Wirklich? Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Doch wenn Ragnarök näher rückt, will ich unsere restliche Zeit genießen. Ich bin sprachlos. Danke, dass du uns hergebracht hast. Ich bin froh darüber. Ich ebenfalls. Also die Kreaturen, auf die wir treffen, die sind äußerst beeindruckend, wenn ich das mal so sagen darf. Was macht der Schildjunge? Er ist gut. Ich wusste, dass Sindri ein toller Schmied ist. Aber dieser magische Schild, er fühlt sich so natürlich an. Der Schild ist gut gefertigt.
Aber du bist es, der ihn geschickt führt. Danke. So, jetzt können wir hier noch hoch. Und da hinten. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Er, hoffe ich. So, das haben wir. Und dann war irgendwo... Vater, was war das Größte, das du je bekämpft hast? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr? Warum fragst du? Weiß nicht. Vergleichen können. Das hier ist kein Wettstreit. Naja, noch nicht. Aber Atreus wird früher oder später deinen Platz einnehmen, befürchte ich. Ach du Scheiße. Schnell! Aua. Es geht vorbei. Ein bisschen live generieren. Geht's dir gut? Ja, easy. Weg, weg, weg. Schnell. Traum. Was ist mit dir? Es gibt Geschichten über eine grausame Herrscherin. Sie war zu wütend, um zu sterben. Wir werden sehen. Mir kam da ein Gedanke. Was, wenn wir unseren nächsten Kampf unauffällig angehen? Nein. Einfach nur nein. Okay, hier haben wir Chaosfunke. Nice. Ich muss 6 haben. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Der Sand hat sich gelegt. Aber da hinten wütet noch ein Sturm. Meinst du, das heißt... Noch ein Hafgufa! Können wir durch? Nö. Mit dem Meißel geht das nicht auf. Ist das Schloss von den Lichtalben? Was kümmert es sie, was im Ödland passiert? Gute Frage. Aber bis wir einen Schlüssel finden, muss das Hafgufa wohl weiter sein Solo singen. Gut, was haben wir denn hier noch so? Haben wir noch irgendwas? Eingang in die Tiefe. Das Ödland. Eine Nornentruhe. Eine legendäre Truhe. Wissen. Ach stimmt, hinten. Hier hinten war noch der Kampfplatz, glaube ich, ne? Wo ist denn... Wo ist denn Wuffibert? Wo ist der Hund? Wuffels?
Die Wuffels sind weg. Oh. Traurig. Ah, taucht schon wieder irgendwann auf. So, wir können es ja eigentlich was? Ein Gesicht juckt. Ich glaube, mein Bart wächst. Wirklich? Ja, an meinem Kinn. Da, er wächst. Hm. Wirklich? Das ist nicht nur Dreck. Das ist kein Dreck. Da ist noch was umschlungen. Hier waren wir und hier war, glaube ich, auch sonst nichts. Ah ja, eine Nornentruhe. Flamme bleibt ja eh an. Wie kommen wir da hoch? Hier ist nix. Hm, ja, von hier müsste es gehen. Nice. So, sonst fehlt hier noch ein Schälchen. Gebiete sind schon einigermaßen übersichtlich klein, ne? Wenn man so Stück für Stück abwartet. Was ich doof finde, ist natürlich, wenn man dann in Gebiete kommt, wo dann Sachen sind, die man noch nicht öffnen kann, ne? So, hier fehlt jetzt noch ein Artefakt. Einmal Wissen und eine legendäre Truhe. Und zwei Sachen unentdeckterweise. Sag mal, hast du je daran gedacht, mit deinen Klingen Fleisch zu grillen? Nein, das Fleisch würde verderben. Oh, wegen der Magie der Klingen? Dem Blut. Ah, ja. Vergiss es einfach. Gucken, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Hier nicht, hier waren wir ja schon. Bleibt eigentlich nicht mehr viel. Bäh. Ich weiß halt nur nicht, was hier noch unter Sand war. Hier könnte vielleicht noch was sein. Ah ne, hier sind wir rausgekommen, ne? Ja. Ach, da seid ihr ja wieder. Nur mal Zeit, ne? Etwas, das ich nicht ganz verstehe. In der Ragnarök-Prophezeiung, die Odin kennt, werden alle Welten, auch Asgard, zerstört. In der Version, die Groa verschwiegen hat, wird Asgard dennoch. Hat Odin nicht in jedem Fall versucht, das zu verhindern? Hat ihre Lüge denn so viel ausgemacht? Genug. Das setzen wir später fort. Okay. Ich spiele großartig, weißt du? Weiß ich nicht. Und das kann gerne so bleiben. Oh, Kratos. Ich erinnere mich sehr an mich. Nicht nur vom Aussehen.
So ein bisschen. Glatzkopf, Bart, Tattoos. Rundschild des Befalls. Oh, Mucho. Schildschläge gegen Gegner mit Statusbefall heben das Leiden auf. Verursachen eine schädigende Explosion. Was habe ich hier? Abklingzeit. Huch. Oh, der ist ja besser, ne? Dann nehme ich mal den. Machen wir nämlich auch gleich einen Stufenaufstieg, gell? Hier war sonst nichts. So, jetzt wird noch einmal wissen, das war da hinten noch verbuddelt, das weiß ich wohl. Und dann zwei Sachen unentdeckt. Welche, keine Ahnung, kennen wir anscheinend nicht. Oder die unentdeckten Sachen sind die Sachen, die wir noch nicht benutzen können. Mimir, du sagtest, Seelen haben vier Teile. Heißt das, man kann einen Teil seiner Seele verlieren, aber nicht die ganze? Ja, Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Verlierst du eins davon, leidet das gesamte Wesen. Aber manchmal reicht Glück allein auch aus. Frag deinen Vater. Mein Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Ah, das Motto der ewig Glücklichen. Ich glaube, das hat mit diesen Grabsteinen zu tun, ne? Sieht sehr nach Kampfplatz aus, auf jeden Fall. Von diesen Grabsteinen haben wir schon mal ein paar gefunden. Können damit halt nur noch überhaupt nichts anfangen. Ja. Gulon-Vernichtung. Dank der grotesken Heuchelei der Opposition stellen die Gulon von Alfheim eine Bedrohung für unsere Existenz dar. Obgleich ich viele von der Oberfläche vernichtet habe, gibt es unten in den Hütten der Dunkelalben zweifellos mehr von ihnen. Solange wir ihnen den Zugriff auf unser Licht verweigern, wird das Paar am Eingang zur Wüste die einzige zahme Version dieser widerlichen Bestien bleiben. Sie sollen bleiben. Sie werden uns als nützliche Versuchsobjekte für weitere Lichtinfusionsexperimente dienen. Die Experten. Toll. Ja, dann haben wir alles hier, ne? Mehr gibt's hier im Moment nicht. Bis auf diesen Grabstein und das komische Ding da hinten. Atreus, ich habe über deine Frage nachgedacht, ob Groas Täuschung so viel ausgemacht hat. Halt, wir machen später weiter. Kratos möchte nicht operieren. Ist okay, Kratos. Okay. Atreus, ich habe über deine Frage nachgedacht, ob Groas Täuschung so viel ausgemacht hat. Ich erkläre mir das so. Beim Untergraben von Prophezeiungen ist Wissen Macht. Ohne das Gesamtbild und den Kontext können kleinere Details zu tragisch falschen Interpretationen führen. Damals, in meiner Heimat, war ich mit den Operationen eines gewissen heidnischen Hexenzirkels vertraut, der die Regierung destabilisieren wollte. Sie redeten einem einflussreichen und an sich treuen Lehnsmann ein, er würde selbst zum König aufsteigen. Sie fütterten ihn mit genug Details, die tatsächlich eintreten würden, und als dies dann geschah, sah der Lehnsmann es als Bestätigung. Und schon schreitet er selbsthelfend zur Tat. Er ermordet seinen König, der unter seinem Dach schläft. Er tötet auch einstige Freunde, in der Überzeugung, sie würden sich gegen ihn stellen. Und um ihr Werk zu vollenden, besuchen die Hexen den Usurpator erneut. Mit nur ein paar trügerischen Details. Hatten sie den Narren überzeugt, er sei gegen alle Bedrohungen gefeit. Physische oder magische? Jawohl. Doch dem war nicht so. Es kam zu einem recht üppigen Blutbad, wie es nun mal so ist. Der Lehnsmann endet ohne Kopf und mit einem fluchbeladenen Namen, den niemand auszusprechen wagt. All das dank einer raffiniert trügerischen Prophezeiung. Irgendwann musst du die Geschichten wirklich aufschreiben, Mimir. Tja, ich versuche es. Mein Kiefer tut immer so schnell weh, aber danke, Junge. Wie wär's denn, wenn du mitschreibst? Ich meine, der hat ja nur... ist ja ein bisschen gehandicapt, was das Schreiben angeht. Da waren wir gerade. So, dann lass uns mal zurück. Emir,
Tyr. Du hast erzählt, dass Fenris Seele auf dem Weg zum Licht von Alfheim ist. Aber das ist, weil er ein Wolf war. Ja, wäre er ein Gott oder ein Mensch, der im Kampf fiel, hätte ihn eine Walküre nach Valhall oder Vogtwandler gebracht. Wäre er ein Mensch oder Gott, der außerhalb des Kampfes starb, käme er nach Helheim. Aber Fenrir war ein Wolf. Also kommt seine Seele zu all jenen in Alfheim. Wie Mutters. Ja, wie die deiner Mutter. Wenn Gott außerhalb des Kampfes steht, kommt er nach Helheim. Okay. So, warte mal, hier war ein Tor, ne? Das heißt, hier können wir den Verschiebungs machen. Können wir was machen? Tolle Kristallarbeit in diesen Algengaben, die du da hast. Ich kaufe sie dir ab. Senden Sie 3 Lichtwellen aus, die Gegnern, die von Schall befallen sind, erhöhten Schaden zufügen. Skirnis Gambantain. Okay, ne. Entschuldigung. Oh, ich muss auch gleich aufhören. Ich habe heftig Müde. Ein Auferstehungssteinchen für Papa. Was darf ich fertigen? Da nicht. Das könnten wir. Das könnten wir auch. Den können wir. Den können wir. Ah, okay. Kostet Steinholz. Und das auch. Okay. 6-3. 3-4. Ich will das nicht so verschwenden, weil ich befürchte, wir werden noch bessere Sachen finden. Und wir haben nur 2 Steinholz. Ich reinige mein Werkzeug. Ungünstig, sag ich mal. Die würden uns Vitalität kosten. Und dafür aber ein Arsch voll Stärke. Das könnten wir machen. Ich glaube, wir werden in der nächsten Welt auch noch besseren Sachen finden. Also, weil das kostet auch schon Zwergenstahl, weil das ist ja schon Stufe 4. Also da würde ich tatsächlich mit dem verbessern. Stehe ich dir stets zu Diensten. Mit dem verbessern würde ich tatsächlich noch warten. Das glaube ich besser. Ich weiß. So, wir können einmal eine neue Truhe öffnen. Das machen wir mal noch schnell. Zur Verfügung, solange du das Material für ihre Fertigung hast. Ja, ja, mach dich nicht nass. Erstmal Kiste. Die Haare von allen sind vom Baum geschwungen. Vater erhielt Weisheit, wen Knechtschaft gezwungen. Vom Baum geschwungen. Was glaubst du, was das bedeutet? Keine Ahnung, bisher sind wir gut dabei. Armschienen der Rabentränen. Kostet uns auch Vitalität. Erhöht die Heilung durch Heilungssteine, Rage und Ausrüstung. Ist aber ganz nice. Wenn man plus 30%. Bin ich eigentlich voll dafür. Ist ja auch Stufe 4. Dafür verlieren wir halt ein bisschen Vitalität. Ich rüste die aus. Da kenne ich nix. Tod. Bis dein Stahl uns befreite.